Stell dir eine wunderschöne Frau vor, gebildet, intelligent, genau das, was du immer wolltest, mit Stil, mit Klasse, mit Werten. Und je mehr du sie willst, desto weiter entfernt sie sich von dir. Aber warum tut sie das? Was hast du denn gedacht, als du gestern alleine im Bett gelegen bist und leider niemand neben dir war, dem du eine gute Nacht wünschen konntest? Vielleicht hast du gedacht, ich will nicht mehr alleine nachts im Bett liegen. Ich will mich nicht mehr fragen, wieso ich derjenige bin, dem das immer wieder passiert. Ich will auch mal eine Partnerin haben, bei der ich mich geborgen fühle. Das mag sich jetzt hart anhören, aber hier ist die Sache. Du denkst dabei nur an dich selber. Das ist wichtig, aber versteh mich nicht falsch. So wenige verstehen, worauf es beim Flirten und im Kennenlernen einer Frau wirklich ankommt. Ich weiß, du bist kein schlechter Mensch. 100%. Ich weiß auch, dass du für diese Frau ein guter Partner sein möchtest. Aber in dem Moment, wo du Schmerz fühlst, in diesem Augenblick, da kannst du nicht an andere denken. Da denkst du nicht an sie. Nachts alleine, wieder einsam einschlafen und keiner gibt dir einen Gute-Nacht-Kuss. Ja, das hätten wir gerne. Und in diesem Moment fühlen wir Schmerz. Aus reinem Selbstschutz denken wir da an uns selber. Und das ist auch ganz normal. Aber wenn du jetzt vor dieser wunderschönen Frau stehst, dann kommen diese Zweifel und die Ängste und die Wünsche, die, wenn du nachts alleine im Bett liegst, wieder hervor. Du erinnerst dich dann wieder an diesen Schmerz des Alleineseins und der Zweifel, ob das überhaupt was wird. Und dieser Schmerz wird auf einmal wieder ein Teil des Hier und Jetzt. Und während du sie anschaust, fühlst du diesen Schmerz. Das kann ganz unterbewusst ablaufen, aber das Problem ist, dieses Gefühl von mir geht es so schlecht überträgt sich auch auf sie, wenn wir mit ihr sprechen. Wir nennen es das Prinzip der Gefühlsübertragung. Und was sie besagt, ist ganz einfach. Wenn du in einer sozialen Situation ein Gefühl stark genug in dir drin hast, dann wird sich dieses Gefühl auf dein Gegenüber übertragen. Dann fühlt sie es auch. Du fühlst Schmerz, sie fühlt Schmerz. Du fühlst Angst, sie fühlt Angst. Und keine Frau findet das anziehend. Also was jetzt? Sieh dieses Video und die kommenden Minuten als eine Herausforderung, als eine persönliche Einladung. Sieh es als Challenge, dich dazu zu zwingen, an sie zu denken. Wirklich altruistisch. Inspiriere sie dazu, sich bei dir wohlzufühlen. Sieh sie in all ihrer Schönheit, in ihrer Eleganz, in all dem, was du so umwerfend, faszinierend und begehrenswert findest. Sieh sie als deine Muße. Deine Muße dafür, deine Kreativität, die du definitiv in dir hast, zu wecken. Egal, wie verkopft du sonst bist. Indem du Mut beweist, indem du auf sie zugehst und ganz leichtherzig und flirty dein Interesse bekundest. Ganz direkt, aber total unabhängig. Unabhängig bedeutet hierbei lediglich, dass du vom Ergebnis nicht abhängig bist. Und das kannst du trainieren, aber wenn du das lernen möchtest, dann hör dir lieber unsere Podcast-Folge an. Mein Name ist Andy Friday und ich helfe seit Ewigkeiten Männern dabei, eine Partnerin auf Augenhöhe zu bekommen. Auch wenn sie konservativ erzogen wurden und sich einfach nicht trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Alle Männer, die du hier siehst, haben genau das geschafft. Es gibt keinen Grund, warum du das nicht auch hinkriegen kannst. Darum habe ich gesagt, dieses Video ist eine Challenge. Du hast nichts zu verlieren. Was hast du denn bitte zu verlieren? Vielleicht deinen Stolz? Lass uns ehrlich sein. Hast du Angst, einen Fehler zu machen? Hast du Angst, dich zu blamieren, dass es peinlich wird? Wann hast du einer Frau das letzte Mal deine authentische Seite gezeigt? Gesagt, was du willst und dass sie ein Teil deiner Welt sein darf. Lass uns wirklich, wirklich ehrlich sein. Unseren Stolz verlieren wir jedes Mal, wenn wir abends in den Spiegel blicken und uns wieder mal eingestehen müssen, dass wir uns nicht getraut haben. Wenn wir zugeben müssen, ich sollte eigentlich mehr zu mir stehen, ich sollte Grenzen aufzeigen, ich sollte das doch können, warum kann ich es nicht? Wenn uns das über Jahre hinweg immer und immer wieder passiert und wir uns nachts einsam in den Schlaf wiegen, das ist peinlich. Das tut weh. Das sollten wir vermeiden. Dieser kurze Moment, wo sich in dir alles zusammenzieht, während du vor dieser wunderschönen Frau stehst und endlich die Chance hast, all deine Liebe ihr zu schenken, das ist der Moment, in dem Helden geboren werden. Denn wenn wir uns wieder von unserer Angst und unseren schlechten Gewohnheiten einen Strich durch die Rechnung machen lassen, dann verlieren wir unseren Stolz. Also tun wir uns selber den Gefallen und nennen das Ganze einmal beim Namen. Unser Stolz hilft uns hier nicht weiter. Schau mal, ich habe mich auch für dich zum Affen gemacht. Ich habe 53 Frauen nach einem Date gefragt und habe unzählige Körbe bekommen. Ich habe komplett fremden Menschen Komplimente gemacht und ihnen gesagt, dass ich sie mag. Menschen sagen, das sei mutig oder das sei peinlich. Mir ist nur eine Sache wichtig. Ich habe mich dazu entschieden, dass meine Geschichte schöner sein wird als die ganzen schlechten Erfahrungen und Erinnerungen, die ich auch hatte. Ich persönlich wurde in der Schule verprügelt. So ziemlich jeden Tag. Man hat mir im Abi-Jahrbuch den Spitznamen Mr. Freak und Mr. Psycho verpasst. Von
allen anderen Mitschülern auf Platz 1 wurde ich dazu gewählt. Wo war mein Stolz dann? Mein Stolz ist nicht interessant. Er tut hier nichts zur Sache. Denn dein wahrer Stolz, der kommt von deinen Errungenschaften. Von den Momenten, wo du dich getraut hast. Von den Erlebnissen und den Erfahrungen, in denen du weißt, dass du zu dir und deinen Werten gestanden bist und andere das gesehen haben. Ich bin stolz, weil ich abends in den Spiegel blicke und mir sagen kann, du hast dich getraut, was sich sonst keiner traut. Du hast Hunderten von Männern dabei geholfen, eine Partnerin auf Augenhöhe zu gewinnen. Du hast selber eine Partnerin, die du liebst und schätzt. Du hast es geschafft. Und du musst nicht mal das machen, was ich getan habe. Es reicht nur ein klein bisschen mehr zu tun, als das, wozu sich kaum ein anderer Mann traut. Selbstbewusstsein bauen wir nicht auf, indem wir uns Selbstbewusstsein einreden. Selbstbewusstsein bauen wir uns auf, indem wir uns Beweise liefern dafür, dass wir selbstbewusst waren. Eins nach dem anderen und nach dem anderen und nach dem anderen. So bauen wir unser Selbstbewusstsein auf. So bauen wir unsere Unabhängigkeit auf. So bauen wir die Situation auf, aus denen wir dann ganz souverän sagen können, hier war ich doch schon mal, ich weiß ganz genau, was ich jetzt sagen soll. Deine zukünftige Partnerin ist ja vielleicht schon längst in deinem Leben. Vielleicht ist sie deine Arbeitskollegin, eine gute Freundin aus dem erweiterten Freundeskreis. Vielleicht siehst du sie jeden Tag und sie ist dir schon über den Weg gelaufen. Vielleicht die Frau, die dir beim Einkaufen begegnet, beim Bergsteigen, beim Wandern, beim Radfahren. Vielleicht als du auf der Spitze dieses Gipfels warst und den Ausblick genossen hast, während sie auch da war. Genau das hat Milad getan. Genau das. Er hat sie auf diesem Berg angesprochen und alle haben sich umgedreht und waren total neidisch, weil er sich getraut hat. Und monatelang waren sie beiden ein absolut verliebtes Pärchen. Und daraus ist ein Pärchen geworden, das die Finger nicht mehr von sich lassen konnte. Wenn du nicht weißt, was du in solchen Situationen sagen oder tun sollst, oder wenn du dich kaum von der Stelle bewegen kannst, dann gibt es eine einfache Lösung, und zwar einen Leitfaden zum Flirten. Einen, der ganzheitlich funktioniert und dir gleichzeitig dein Selbstvertrauen wiedergibt. Denn wenn du dich locker und leichtherzig und liebevoll gebend in ihrer Nähe fühlst, dann wird sie sich locker, leichtherzig und liebevoll gebend in deiner Nähe fühlen. Und sie wird diese Gefühle für dich entwickeln. Und je mehr ihr miteinander Zeit verbringt und je öfter sie dich sieht, desto größer und größer werden diese Gefühle werden, bis ihr euch gemeinsam in ihrem oder deinem Schlafzimmer fallen lassen könnt. Wenn du möchtest, dass ich dir dabei helfe, dann komm in die kostenlose Flirttyp und Charisma-Analyse und du bekommst diesen Leitfaden. Den Link bekommst du in der Beschreibung oder wenn du hierhin klickst. Aber vor allem, mein Lieber, glaub wieder an dich. Frauen brauchen mehr Männer mit Herz, die sich trauen. Also trau dich.